noch ganz genau. Sind Salonkommunisten. Solche kenne ich dutzendweise aus euch. Als Rainer Werner Fassbinder 1982 mit nur 37 Jahren starb, hinterließ er uns 44 Filme und Fernsehserien. Die Gesamtheit des Werkes, das man hinterlässt, zähle, wenn man abtritt, meinte er. Es solle etwas Spezielles aussagen über die Zeit, in der es entstanden ist, sonst sei es wertlos. Und so spricht er mit seinen Filmen die größten Ängste und Tabus der Deutschen an. Kein deutscher Filmemacher war produktiver, umstrittener und obsessiver als Rainer Werner Fassbinder. Und was ich meine, ist halt ein Kino, das sehr perfekt ist, das nicht zu unterscheiden ist von einem Kino aus Frankreich, Italien oder Amerika und das trotzdem ganz persönlich von dem Macher ist und mit niemand anderem zu identifizieren ist, als mit dem, der es gemacht hat. Wir haben das doch immer gewollt. Ja, schon, aber sie kann nicht. Ich wusste, ich werde Filme machen. Wusste ich. Das wusste ich, seit ich 12 war. Das war alles für mich nur eine Frage der Zeit. Ich habe also verschiedene Sachen gemacht, habe da und da gespielt, habe das und das geschrieben. Ravioli. 2 Jahre lang während der Schauspielschule. Und das, was mir am besten gefiel, auch weil ich am wenigsten davon wusste, also von der Herstellung, war Film. Das ist an sich die Vorgeschichte. Ich hatte immer so eine große Kamera, die kleine beherrsche ich irgendwie noch gar nicht. Voilà. Der würde sich totlachen, wenn der mich hier so sieht. Lucy! Du musst das Wasser hinaustragen. Welches Wasser? Das da. Du lügst, komm näher. Was wolltest du? Man muss den Mut zu dem haben, was man will. Sieh mir in die Augen. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass wir in der Schule immer diese Etüden vorspielen sollten. In was für einer Schule? Das war eine Privatschule, in die ich eigentlich nur durch Zufall überhaupt gelangt bin. Ich wusste gar nicht, dass ich Schauspielerin werden will. Und dann ist mir dieser Junge aufgefallen. Der hatte gleichzeitig was Rührendes und was Beängstigendes, was Verletzliches und was Raubtierhaftes, Kralliges. Also der hatte so eine Mischung und dann, wenn der was gemacht hat, das war immer anders als bei den anderen. Ich habe ja Fassbinder kennengelernt durch eine Freundin, die mit ihm auf der Schauspielschule war. Und die sagte mir, heute kommt ein Schauspielkollege, nämlich Rainer Werner Fassbinder, zu mir und macht so eine Art Lesung. Hast du nicht Lust zu kommen? Und er hat da 100 Zigaretten geraucht, das weiß ich noch, und hat aus einem Roman gelesen und ich war begeistert. Alles, was mir weh tut, tut mir wohl. Wie viele Leute waren da? Vielleicht 3. Ja. Was hat Sie dann begeistert, wenn Sie sagen, Sie waren begeistert? Was war das? Diese Wichtigkeit, ja, diese Intention, mit der er gelesen hat, ja, das hat mich total begeistert. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Einige Wochen später ruft mich Christoph Rosa an im Büro, da war ich schon beim ADAC, und sagte, ja, der Rainer würde so gerne, also dreht einen Kurzfilm, aber wir haben kein Geld, also es tut mir wahnsinnig leid, ob ich denn mitspielen könnte. Ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht, ja, ich war völlig fertig mit den Nerven. Und dann, ich war ja so aufgeregt, ich konnte das ja nicht, ich war ja völlig überfordert. Jedenfalls haben wir das gedreht. Und von dem Moment an war ich ihm total verfallen, ja. Wirklich? Dann, ja, weil, wie der mit mir geredet hat, ja, dass ich jetzt das so und so machen soll. Und er hat mir alles vorgemacht, er hat mir jeden Satz, jedes Wort vorgesagt. Und es war eine Intimität der Sonderklasse. Es war großartig für mich. So hat noch nie im Leben mit mir jemand gesprochen wie er. Das war einfach was ganz Besonderes. Und dann zog er zu mir in mein Apartment. Ich war mit ihm Tag und Nacht zusammen. Es war so anstrengend. Vor morgens um 4 ging mir nie ins Bett. Mehr als 3-4 Stunden wurde nie geschlafen. Und wir waren nur unterwegs. Dann haben wir die ganzen amerikanischen B-Picture-Filme gesehen. Am Tag 4 Stück. Hinterher ist man gegenüber in die Wirtschaft. Und da hat man Cola getrunken, weil Fassbinder hatte zu der Zeit überhaupt keinen Alkohol getrunken, nur Tee und Cola. Wirklich? Ja, Jahre.